Gut. Uhuri, den ich loben muss, und Delura geht. Uhuri. Fehlpass kommt nicht nach gegen Wumi. Dann Hand. Kein Foul von Uhuri. Hat. Diego, Uhuri. Oh, keine gute Kopfballabwehr diesmal. Wieder Diego. Die Torauslinie entlang. Nicht gefährlich, diese Hereingabe. Bögelung. Nando steht jetzt frei. Jetzt mal gegen Wumme. Ja! Enchua. Gohuri steigt hoch. Nando! Tor! Und Tor! Was habe ich über diesen Nando erzählt? Und dann macht der Kerl es. Dann macht er sie alle nach vorne gerannt. Enchua mit dem Freistoß. Dann Kopfballduell, an dem Uhuri beteiligt war. Und dann kriegt er ihn auf den Schlupfen. Naldo kann da nicht stören. Und dann zimmert er ihn hinten flach auf spitzem Winkel ins lange Eck. Ja, da hat Uhuri mal einen Vorgeschmack davon bekommen, dass das hier nicht so ganz einfach ist mit dem Stand. Frei. Gute Flanke, aber das Uhuri, und da tat er gut dran. Denn ansonsten wäre Nelson Valdez in Chance zu haben. Erster Eckball Dortmund. Ball vier Schritt zurück, dann darf Delura. Uhuri! Und Riesenparade von Weidenfeller. Uhuri, Delura. Gucken wir nochmal auf die Klassetat von Weidenfeller. Also aus kürzester Distanz, und Sir Antonio macht ja das Beste aus dieser Kopfballvorarbeit von Uhuri. Im laufenden Kalenderjahr 2007 schon hinter sich greifen die Aachener. Ja, die einzige Bundesliga-Mannschaft ohne Rückrundenpunkt. Hin zu Diego Maradona. Und da hat Steve Gohuri, der war früher Stürmer in der Schweiz. Und jetzt fehlt er hinten nach dem gewonnenen Zweikampf von Plasenrich. Ball noch im Spiel, schlau drauf. Bögel und Kahe, Zufallsschuss. Gohuri war's. Ganz vorne der Innenverteidiger. Eigentlich schon gelöst. Und er selbst hat wohl kaum mehr nach der Bögelund-Attacke mit dieser Torchance gerechnet. Steve Gohuri. Gohuri. Polanski auf den Mann von der Elfmeterküste, der drei Länderspiele für sein Land bestritten hat. Delura und Kahe zum 0:1. Gut gespielt auf den Mann mit Gelb auf Zuma. Und Steve Gohuri klärt's. Zuma, sehr aktiv. Simoziu, Zuma.
0:0 nach 17 Minuten. Ergebnis geht in Ordnung. Partie ist einigermaßen unterhaltsam, wie ich finde. Direkt wieder abgestiegen und dann direkt wieder aufgestiegen. Mit Arminia Bielefeld seither sind sie nicht ganz auf der Höhe. Dabei ist es Deutschlands größter Unparteiischer mit 2,2 Meter. Wichniarek. Nee, das ist zu sehr auf Einzelaktionen abgestellt. Zua mit ansteigender Formkurve. Guhuri, der gut spielt in der Innenverteidigung. Steht da wie ein Baum. Opsala. Aujourd'hui, son expérience risque d'être précieuse pour les Young Boys. Ouais, la percée de Biscotte et l'arrivée de Gouri qui peut faire le ménage. Le ballon restera peut-être zurichois, c'est le cas avec Gilles Yapi. Un ballon que vont récupérer les Sauterelles par l'intermédiaire de Kim Yagit. Renkli Touré, bonne intervention de Gouri. Yapi, il a vu l'appel de base, cette équipe de Grasshopper. Encore en rodage, l'entraîneur Balakov le répète à l'envi. Que va frapper le spécialiste ou l'un des spécialistes, Yakin. Il cherche Gouri tout seul, mais c'est difficile pour Gouri là, de redresser la trajectoire du ballon. Et passer les joueurs zurichois dévolus à son marquage. Et Gouri a piqué un sprint, là, comme on dit, pour venir reprendre sa position en défense. Et c'est lui qui est intervenu devant Ristić, alors que l'on revoit son coup de tête. Gouri. Eberly, bonne intervention de Kali. Le ballon qui revient dans le camp valaisan. Kiumiento, et c'est un bon retour de Chedli. Obradovic. Saborio qui essaye de se faufiler entre Thiago et Gouri. Un petit peu les valaisans qui attendaient certainement Carlos Varela sur l'aile droite. Oh là là, le coup de tête pressé, attaqué continuellement en première mi-temps. Autant là, il laisse un peu faire, ils subissent. Vich, la relance derrière n'était pas très bonne. Les Sion est rentré en possession du cuir. Centre de Mijadinovski. Avec la présence physique de Milicevic.